Hallo liebe Freunde des Schlafgesund-Newsletters. Es hat mich sehr gefreut, dass sich so viele in so kurzer Zeit angemeldet haben und von diesem Schlafgesund-Newsletter profitieren wollen. Der gesunde Schlaf hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und ich bin also seit über 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Schlafgesund ist natürlich mehr als ein Stichwort. Ich habe dazu ein Buch bereits vor vielen Jahren geschrieben, Schlaf dich gesund, zusammen mit Professor Dr. Luban Plotz, einem Schweizer Arzt und Wissenschaftler. In diesem Buch geht es vor allem um die Zusammenhänge zwischen den Schlafstörungen und dem Befinden des Menschen. Und es sind auch sehr viele Fragebögen in dem Buch enthalten. Und das zweite Buch, das ich das letzte Jahr herausgebracht habe, Schlaf dich jung, fit und erfolgreich, ist zu verstehen als ein Coaching-Buch, das heißt also mit diesem Buch kann man sich selbst hin zu einem gesunden Schlaf coachen. Und das ist ja auch die Idee des Schlafgesund-Newsletters. Ich möchte Sie unterstützen, zurückzufinden zu einem guten, erholsamen Schlaf mit allen Vorteilen, die der gesunde Schlaf bringt. Man fühlt sich wohler, man ist fitter, man ist schlussendlich auch gesünder und leistungskräftiger. Und das ist natürlich in einer Zeit, in der wir leben, mit sehr viel Hektik, mit sehr viel Stress und mit sehr viel Leistungsdruck, auch unbedingt notwendig. Der nächste Schritt, den wir im Schlafgesund-Newsletter machen, ist, dass ich Ihnen einen Fragebogen schicke und in diesem Fragebogen können Sie einmal eruieren, in welche Richtung sich Ihr Schlaf entwickelt. Es gibt ja 88 verschiedene Formen von Schlafstörungen und die häufigsten drei Schlafstörungen sind das schlechte Einschlafen, also die Einschlafstörung, dann das Durchschlafproblem, das heißt, man wacht nicht mitten in der Nacht auf und kann dann nicht mehr einschlafen, ein, zwei, drei Stunden lang. Und was jetzt auch immer häufiger vorkommt und auch ein Ergebnis von zu viel Stress ist, ist das zu frühe Aufwachen. Und ich würde Sie bitten, diese Fragebögen zu bearbeiten und dann mir zur Verfügung zu stellen. Und das ist einmal der erste Schritt, herauszufinden, in welche Richtung sich dann meine Begleitung in Ihrem speziellen Fall ergibt. Also bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen, Ihr Günther Wehrmann-Jensson.